Willkommen, willkommen aus München, wo wir weiter bei Arkos sind mit dem Bolt X3 und das ist ein E-Roller, wie ihr sehen könnt, hier mit sehr guten technischen Rahmen, kommen 60 Kilometer weit und sind 40 Kilometer pro Stunde schnell in nur 3 Sekunden und schneller kann er auch nicht fahren, ist aber auch in 6 Stunden dann auch schon wieder komplett aufgeladen. Also wunderbar, um in der Stadt mal schnell irgendwo hinzudüsen, ganz bequem und wir können sogar, wie ihr sehen könnt, hinten auch noch ein paar Sachen mitnehmen. Wir haben einen bequemen Sitz und das Wichtigste eigentlich bei diesem Motorrad ist mit E-Motorantrieb ist, dass wir nur 1000 Euro UVP dafür bezahlen müssen. Mit richtigem Licht, wie ihr sehen könnt, einem Schlüssel, der natürlich hier hinten angesteckt werden muss, damit wir fahren können. Da ist natürlich entsprechend der Motor drin, hinten im Rad. Also wenn das Rad kaputt geht, ist auch, muss der Motor auch mitgewechselt werden. Und wir sehen können, er steht ganz stabil hier. Und wenn wir ein bisschen in die Nähe rangehen, dann sehen wir, er ist auch gerade angesteckt. Also wir könnten wegfahren und wir haben natürlich hier auch eine Anzeige, Blinklicht und alles mit dabei, damit wir auch damit auf der Straße fahren können. Wenn wir jetzt da wahrscheinlich überholt mit so 40 km pro Stunde Maximalgeschwindigkeit, aber trotzdem für 1000 Euro kann man auf jeden Fall hier sich schon mal was Gutes tun, wenn man nicht unbedingt einen kleinen E-Scooter haben will, wie wir ihn da drüben sehen, der auch schon 57 Euro kostet, weil er komplett aus Metall ist. Vielen Dank, dass du geschaut hast. Mein Name ist Baldur Schrahl und hier haben wir nochmal die Textberechtigung für einen 50cc kleinen E-Scooter entsprechen würden, den man natürlich auch mit normalem Führerschein fahren kann. Hierfür brauchen wir noch keinen extra weiteren Motorradführerschein. Bis zum nächsten Mal, mein Name ist Baldur Schrahl und vielen Dank, dass du geschaut hast.